arbeiten Sie smarter und schneller mit der W570 Flexio von Wagner. Mit nur wenigen Handgriffen ist das Gerät startklar und Sie können loslegen. Sie werden sehen, der Farbauftrag geht erstaunlich schnell und einfach von der Hand. Und meist reicht schon ein einziger Arbeitsgang für perfekte Deckkraft. Unser Multitalent verarbeitet sowohl Wasser- wie auch lösemittelhaltige Materialien. Dank der patentierten iSpray-Düse und der kraftvollen X-Boost-Turbine können Sie richtig Gas geben. So sind auch große Flächen ruckzuck fertig. Die W570 Flexio meistert auch problemlos alle Ecken und Kanten. Mühsames Vorstreichen ist damit endgültig passé. Wollen Sie schnell mal das Material wechseln? Durch die clevere Click-and-Paint-Technologie geht das ohne jegliches Zwischenreinigen oder Umfüllen. Die W570 Flexio kann eine erstaunliche Vielzahl an Materialien verarbeiten. Ideal auch für Lacke und Lasuren im Außenbereich. Machen Sie sich's leicht und trotzdem perfekt. Denn egal ob Sonnen- oder Wetterschutz, ob Renovierung oder Dekoration, ob auf Holz oder Metall, die W570 Flexio packt's. Schnell, komfortabel und tipptopp. Mit solch tollen Ergebnissen lässt sich das Leben genießen. Bevor es losgeht, heißt es abdecken und abkleben. Frisch ausgepackt zeigt sich schon der komplette Lieferumfang der W570 Flexio. Wählen Sie nun den entsprechenden Sprühaufsatz für Ihr Projekt. Die Symbole helfen Ihnen dabei. Wenn nötig, heißt es jetzt noch Farbe verdünnen und gründlich aufrühren. Das Einfüllen der Farbe gelingt dank beigelegtem Trichter sauber und sicher. Wichtig ist auch die Ausrichtung des Steigrohres. Nach hinten, wenn Sie hauptsächlich über Kopf arbeiten, und nach vorn für das Sprühen nach unten. Jetzt den Farbbehälter anschrauben und mit einem einfachen Klick den Sprühaufsatz an der Turbine anklicken. Erst die Luftmenge wählen, Zaunsymbol für dünnflüssige, Raumsymbol für dickflüssige Materialien, dann die Materialmenge einstellen. Nun an der Düse die Sprührichtung einstellen, senkrecht für das Arbeiten von links nach rechts und waagerecht für das Arbeiten von oben nach unten. Das lässt sich am besten auf dem beiliegenden Testposter ausprobieren. Für genaues und langsameres Arbeiten kann man die Düse mit Hilfe des roten Einstellhebels auch auf einen schmalen Strahl umstellen. Zur Reinigung den Sprühkopf abschrauben und zur Seite legen. Die restliche Farbe kommt zurück ins Originalgebinde. Zunächst den Sprühkopf mit wenigen Handgriffen zerlegen und alle materialführenden Teile mit Wasser oder Lösungsmittel reinigen. Zuletzt den Farbbehälter sorgfältig ausspülen. Denken Sie bitte auch immer daran, den O-Ring gut einzufetten. Ihre W570 Flexio wird es Ihnen beim nächsten Einsatz danken. Natürlich gibt es für die W570 Flexio jede Menge vielseitiges Zubehör, das mit dem praktischen Click-and-Paint-System auch ganz einfach zu wechseln ist. Für das Sprühen mit dem Universalsprayer W570 gibt es hilfreiche Tipps und Tricks, die wir Ihnen jetzt zeigen. Denken Sie immer an Ihre Sicherheit und Gesundheit, also Schutzkleidung und Atemmaske tragen, vor allem bei der Arbeit mit Lacken und Lasuren.
Achten Sie darauf, immer den gleichen Sprühabstand beizubehalten. Dies garantiert einen perfekten und gleichmäßigen Farbauftrag. Auch bei schwierigen Materialien oder stark saugenden Oberflächen kann man problemlos ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen. Einfach im sogenannten Kreuzgang arbeiten. Erst von links nach rechts, dann nochmal von oben nach unten. Sollte die Düse mal verstopft sein, kann man sie mit der Spitze des beiliegenden Rührstabes schnell wieder freimachen. Denken Sie daran, bei einer längeren Arbeitsunterbrechung den Behälter kurz aufzudrehen. So wird der Überdruck im Behälter abgebaut und Sie erhalten weiterhin gute Ergebnisse.